Oh, endlich. Hey, erstmal ein Bier. Erstmal ein Bier. Oh, jetzt im Kühlschrank, endlich. Was ist das denn? Flensburger? Oh, nee. Und das kostet auch noch 1,80 Euro. Was für eine Scheiße. Boah, jetzt so eine Scheiße, ey, ganz ehrlich, ich bin hier 5 Stunden lang nicht hier angereist. Ich sitze hier in der letzten Pampa. Ich habe da noch eine halbe Stunde in Fürstenberg irgendwo am Bussteig rumgestanden, war kein Mensch, nichts ging vorwärts. Jetzt bin ich hier, ist ganz schön, ne? Und ich wollte so ein schönes Feierabendbierchen trinken, sind auch ganz nette Leute da. Und dann gibt es nur dieses scheiß Flensburger hier, so eine Kacke. Ich hab geguckt, aber hier bist halt voll auf dem Land, ne? Google funktioniert auch nichts, kein Netz. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich kann nicht mal gucken, ob es hier irgendwo einen Supermarkt gibt, wo man jetzt noch irgendwas herkriegt. Also ich hoffe echt, dass es sich noch bitte ändert, weil sonst sehe ich hier schwarz. Gut, also ich bin jetzt hier, ich habe den ganzen Abend gewartet, bis alle im Bett sind, weil ich habe gehört, es gibt eine WLAN-Verbindung, aber irgendwie dadurch, dass hier so viele Leute sind, kommt man da nicht rein. Und ich probiere jetzt wirklich mal, ob ich hier jetzt vielleicht mal ins Internet komme. Nachts um 12, ich bin echt so kaputt. Ich wollte den ganzen Abend Bier trinken, hat nicht funktioniert. Also vielleicht, ich google jetzt mal, vielleicht gibt es ja hier irgendeinen Supermarkt oder so, wo man da morgen mal hin kann. Und dann gebe ich das hier jetzt mal kurz ein. Netto, so. Boah, genial. Alter, das ist eine Viertelstunde weg. Der Netto ist eine Viertelstunde weg. Wann macht er auf? Boah, morgen früh um 7. Geil. Geil, und es ist direkt sogar über den See, also man könnte sogar mit dem Paddelboot, hier gibt es nämlich Paddelboote, habe ich eben gesehen, man könnte sogar morgen früh mit dem Paddelboot zum Netto paddeln. Das ist eine Aufgabe, ich glaube, das mache ich. Mal gucken, ob noch jemand anders Lust hat. Also es ist 7 Uhr morgens, wir haben uns zum Paddeln verabredet für Netto. Ich hatte mich mit dem Robert verabredet, jetzt ist es, also ich meine, um 7 waren wir verabredet, es ist 10 nach 7 hier. Ich habe ihn auch schon angerufen, es geht einfach nichts, er geht nicht ran. Ich weiß nicht so ganz, was ich machen soll. Ich wollte eigentlich nicht alleine fahren, aber ich habe auch auf der anderen Seite, es ist ein schöner Tag und ich habe einfach Bock auf ein richtig gutes Bier. Ich glaube, ich schnapp mir jetzt ein Boot und dann geht's ab. So, ja, das war eine Bootstour, ey. Losgefahren, alles super schön. Dann kommen wir da an, war auch kleiner Hafen, so, aber alles Privatgrundstück. Wir wussten nicht so ganz, wo wir anlegen sollen. Dann haben wir eine kleine Bucht gefunden, Boot hochgezogen, sind so Richtung Netto gelaufen und dann war da auf einmal ein Tor und wir dachten uns so, scheiße, jetzt ist dieses Tor zu, wir kommen nicht zu unserem Bier. Aber wir haben richtig Glück gehabt, weil die Tür war offen durch Zufall, ja. Und dann haben wir es echt geschafft, sind wir zum Netto, haben einen schönen Kasten geholt so. Und der Robert, der ist bisher immer noch nicht aufgetaucht. Ich weiß nicht, was mit dem los ist, aber ist mir auch scheißegal. Ich trinke jetzt ein. Prost.